Liebe Studierende der Institutionenökonomik, ich möchte Sie heute vertraut machen mit dem Hawksdorf-Spiel. Und dieses Spiel ist wichtig zum Verständnis einer Institution. Aber lassen Sie mich hier mal ganz langsam Sie heranführen. Hawk und Dorf können wir uns vorstellen als die Wahl eines Tieres zwischen zwei Strategien. Nämlich entweder wie ein Falke angriffslustig oder wie eine Taube nachgiebig. Nun ist es vermessen zu denken, dass Tiere sich zwischen solchen Strategien entscheiden würden, aber wir können uns vorstellen, dass die Natur manchmal für die Tiere entscheidet. Denn falls Hawk vorteilhafter ist, würde die Natur auch mehr Hawks generieren. Sie hätten einen evolutorischen Vorteil, würden sich durchsetzen und die Dorfs würden aussterben. Andersherum, wenn Dorf vorteilhaft wäre, würde die Natur gerade diese bevorzugen. Also wir stellen uns das Ganze wie eine Wahl der Natur vor, die die Fitness beobachtet und schaut, welche Strategie darf sich denn hier durchsetzen. So, und wenn sich nun ein Tier entscheidet zwischen Hawk und Dorf, dann können wir uns vorstellen, dass dieses Tier gerade eine Beute gesehen hat. Aber da gibt es jetzt einen Rivalen und dieser Rivale spielt genauso zwischen Hawk und Dorf. Wir haben ein sogenanntes symmetrisches Spiel. Beide haben die gleiche Strategiewahl. So, und jetzt würden wir uns vorstellen, naja, Hawk ist doch bestimmt schon mal vorteilhaft, denn wenn da eine Beute ist, dann setzt sich der aggressive Hawk durch gegenüber dem eher passiven Dorf, der passiven Dorf. Und um das zu symbolisieren, schreibe ich hier eine 1 hin für den Hawk und eine 0 für die Dorf. Soll also heißen, hier gibt es eine Beute, die hat den Wert 1 Euro. Einen Fitnesspunkt. Und der Hawk bekommt den. Hier, wenn dieser Akteur die Strategie Dorf wählt und dieser ist Hawk, dann wäre es genau andersrum. Dieser bekommt die 0 und der Hawk bekommt die 1. So, was passiert aber, wenn Dorf auf Dorf trifft? Nun, in dem Fall werden beide Tiere vielleicht ein paar Drohrituale absolvieren, werden sich ein bisschen aufplustern, Imponiergehabe zeigen, aber am Ende entscheidet es der Zufall. Und wenn der Zufall es entscheidet, dann heißt das, jeder kriegt die Beute oder nicht mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Also 0 oder 1 ist jeweils ein möglicher Ausgang. Und da der Zufall es entscheidet, kommt im Mittel hier eine 0,5 heraus. Hier 0,5, hier 0,5. Wenn nun zwei Hawks aufeinandertreffen, erneut, es kann nur einer die Beute kriegen. 1 kann hier stehen oder 1 kann hier stehen. Aber es wird einen Verlierer geben. Und dieser Verlierer, der geht mit Verletzungen heraus. Und wir nehmen mal an, diese Verletzungen sind so gravierend, dass sie schlimmer sind als die Beute selbst. Das heißt, es kann hier eine minus 2 stehen oder hier eine minus 2 stehen. Die Folge ist, wenn zwei Hawks aufeinandertreffen, geht jeder im Mittel mit minus 0,5 heraus. Also 1 minus 2 ist minus 1 und die Wahrscheinlichkeit, dass man der Unterlegene ist, ist 50%. Also macht das genau die minus 0,5. Und auch dieser hier bekommt entsprechend im Mittel die minus 0,5. Jetzt habe ich nicht so viel Platz gelassen. Ich werde das mal ein klein bisschen hier wegnehmen. So. Minus 0,5. Okay. Na schön. Was wäre denn jetzt die beste Strategie? Dazu sollten Sie zunächst wissen, dieses Spiel wird simultan gespielt. Beide Akteure entscheiden sich simultan, Hawk oder Dorf. Wenn es mal
wenn Sie sich mal vorstellen, es würde sequenziell gespielt werden, dann würde Folgendes passieren. Also, stellen Sie sich vor, dieser entscheidet zuerst. Und dieser beobachtet ihn dann. Der würde jetzt sehen, wenn der andere sich für Darv entschieden hat, dann sind wir hier unten, in der unteren Zeile. Und durch die Wahl von Hawk oder Darv entscheidet dieser Spaltenspieler zwischen der 1 oder der 0,5. Und die 1 ist besser. Also wählt er Hawk. Die beste Antwort auf Darv ist also Hawk. Andersherum, hat der andere sich für Hawk entschieden und der zweite Spieler kann das beobachten, unser Spaltenspieler, dann vergleicht er die Werte, die wir in der oberen Zeile haben und sieht, hier bekommt er minus 0,5 mit der Wahl von Hawk. Reagiert er mit Darv, bekommt er die 0 und die 0 ist besser. Das heißt, die beste Antwort auf Hawk ist Darv. So, wenn das Ganze jetzt sequenziell gespielt wird, wüsste der erste Spieler, dass der zweite immer das andere wählt. Spielt der erste also Darv, wählt er Hawk, spielt er Darv. Das heißt, der erste Spieler könnte wählen zwischen dem Ausgang hier und dem Ausgang hier. Würde jetzt sehen, hier kriegt er die 1, hier nur die 0. Also ist die 1 besser. Der erste Spieler würde also Hawk spielen und den zweiten damit in die Rolle Darv zwingen. Wie gesagt, es wird aber nicht sequenziell gespielt, sondern es wird simultan gespielt. Und damit stellt sich leider heraus, dass es keine wechselseitig beste Antwort gibt. Denn, das hatten wir schon festgestellt, die beste Antwort auf Darv ist Hawk und die beste Antwort auf Hawk ist Darv. Aber damit kriegen wir hier einen Zirkelschluss, ohne ein Gleichgewicht in reinen Strategien zu bekommen. In der reinen Spieltheorie gibt es jetzt einen Ausweg. Nämlich, wenn wir schon kein Gleichgewicht in reinen Strategien haben, haben wir vielleicht eines in gemischten Strategien. Also wir stellen uns vor, hier habe ich eine schöne Münze, das Tier, das die Beute sieht, wirft die Münze und da steht dann, jetzt bin ich mal Hawk oder steht, jetzt bin ich mal Darv. Nun haben keine Tiere keine Münze dabei und es fehlt ihnen auch die Einsicht, dass das überhaupt eine vernünftige Strategie sein sollte. Aber die Natur ist klüger. Die Natur mischt nämlich. Die Natur könnte die Population genauso mischen, dass ein bestimmter Anteil Hawks oder Darvs gerade da ist. Also, wie könnte diese Mischung aussehen? Und wenn wir die passende Mischung gefunden haben, dann sagen wir, dieses ist eine evolutionär stabile Strategie. Und das korrespondiert dann genau mit einem Gleichgewicht im spieltheoretischen Sinne. Also, stellen wir uns mal vor, die Welt würde nur aus Darvs bestehen. In dem Fall würde Folgendes passieren. Wenn ein Einzelner zufällig einen modifizierten Gencode erhält und plötzlich sich als Hawk verhält, dann hat er einen evolutorischen Vorteil, denn er steigert die Auszahlung von 0,5 auf 1 und drückt die Auszahlung der anderen herunter. Und wir würden dann vermuten, so jemand wird von der Evolution bevorzugt, darf sich weiter ausbreiten, hat mehr Kinder, ein besseres Essen und deswegen also Bedingungen für eine weitere Ausbreitung auf Kosten der anderen Population. Dann können wir uns also vorstellen, die Welt würde nur aus Hawks bestehen. In dem Fall stellen wir aber fest, dass die Hawks im Mittel nur die Auszahlung, die Fitness minus 0,5 erzielen. Würde hier durch eine zufällige Modifikation des Gencodes plötzlich eine Darv als Variante auftreten, dann wäre sie besser gestellt, denn die Darv wäre hier mit 0, während alle anderen minus 0,5 haben. Die Darv pickt sich überall eine kleine Beute, wo keiner es beobachtet und lebt damit besser als die vielen kämpfenden Hawks. Und weil die Darv fitter ist, kann sie sich ausbreiten, während die Population der Hawks abnimmt.
Wir stellen nun fest, es gibt ein Gleichgewicht hier genau dann, wenn 50% Hawks sind und 50% Dwarfs. Warum ist das so? Passen Sie auf. Diese Dwarf trifft mit 50% Wahrscheinlichkeit dann auf einen Hawk und kriegt nichts. Mit 50% Wahrscheinlichkeit auf eine Dwarf und bekommt 0,5. 50% mal 0,5 heißt, Auszahlungsfitness ist 0,25. Okay. Und das gleiche kriegen wir für eine Hawk, für einen Hawk. Denn hier haben wir, der Hawk trifft mit 50% Wahrscheinlichkeit auf eine Dwarf, kriegt die Auszahlung 1, 50% mal 1 macht 0,5. Mit 50% Wahrscheinlichkeit hier bekommt ihr die minus 0,5. Das heißt, von diesem Wert ziehen wir 50% von minus 0,5, also 0,25 ab und landen auch bei der 0,25. So, dann heißt es, die Evolution gibt keinem hier mehr einen Vorteil. Hier haben wir ein stabiles Gleichgewicht. Nun habe ich viel über Tiere erzählt, aber noch nichts über Institutionen. Jetzt kommt nämlich was Besonderes dazu. Eine neue Mutation tritt auf. Und diese Mutation, das ist der Bourgeois. Bourgeois. Und dieser Bourgeois hat jetzt etwas Besonderes, eine besondere kognitive Fähigkeit. Er kann nämlich beobachten, wo die Beute ist. Hawk und Dwarf sehen nur die Beute, kämpfen oder kämpfen nicht. Der Bourgeois beobachtet, ob die Beute auf eigenem Territorium ist oder auf fremdem Territorium. Liegt sie auf eigenem Territorium, so kämpft der Bourgeois wie ein Hawk. Wenn das so ist, dann heißt das, ja, passen Sie auf, ich mache jetzt hier einen kleinen Trick. Ich habe jetzt hier die Strategie bei Bourgeois und ich habe hier die Strategie bei Bourgeois. Und jetzt sage ich mal, dieses hier oben, das ist auf fremdem Territorium. Fremdes Territorium. Und diese hier, die sind auf eigenem Territorium. Eigenes Territorium. Okay. Dieser Bourgeois beobachtet jetzt also, er ist auf eigenem Territorium und verhält sich jetzt wie ein Hawk. Wenn das so ist, dann darf ich diese Zeile einfach hier nach unten kopieren. Hier steht 1 minus 2. 1 minus 2. Er kämpft, leidet an Verletzungen, eventuell, wenn er den Kampf verliert. Und hier haben wir diese Zelle, kann ich nach unten kopieren, tritt er auf eine Dwarf, so verteidigt er und bekommt seine Beute. Dieser Bourgeois, der ist auf fremdem Territorium und verhält sich wie eine Dwarf. Und dann darf ich diese ganze Spalte hierhin kopieren. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Also, da sind jetzt zwei Tiere, die sehen eine Beute, aber wenn sie Bourgeois sind, schauen sie, wo ist hier das Signal, ob ich auf eigenem oder fremdem Territorium bin. Beispielsweise ein Löwe würde noch ein bisschen herumschnuppern, habe ich hier meine eigene Marke hinterlassen. Auch Ameisen tun das. Schmetterlinge haben sich aus irgendeinem Grund an ein bestimmtes Territorium gewöhnt, wenn sie zu bestimmten Jahreszeiten, wenn sie auf Paarungssuche sind. Bei Spinnen finden wir was Ähnliches. Auch bei verschiedenen Vogelarten gibt es einen solchen territorialen Bezug. Die beobachten das und entscheiden dann also, bin ich jetzt Hawk oder Dwarf. Jetzt stellen Sie eines fest. Jetzt ist die Auszahlungsmatrix ganz schön kompliziert geworden. Und ich würde Sie bitten, mal ein paar einzelne Rechnungen anzustellen. Ich will aber mal eine Abkürzung zu einer eleganten Lösung Ihnen geben. Denken Sie nochmal daran, die Auszahlung vorhin im reinen Hawk-Dorf-Spiel war 0,25.
Da hatten wir 50% Hawks, 50% Doves. Die Dove entsprechend kommt mit der Auszahlung 0,25 hier raus, der Hawk ebenfalls. Jetzt stellen Sie sich doch mal gerade vor, die Welt würde nur aus Bourgeois bestehen. Und in dem Fall stellt sich Folgendes ein, nämlich wir landen dann nur hier. Sollte die Natur jetzt durch zufällige Mutation eine Dorf oder einen Hawk generieren, wäre das kein Vorteil. Denn hier sind wir schon so toll dran. Und zwar können wir das schon berechnen. Vorhin hatten wir einen Wert von 0,25. Hier entweder die 1 oder die 0. Der Zufall entscheidet, ob ich auf eigenem oder auf fremdem Territorium bin. Das heißt, im Mittel bekomme ich 0,5. Das ist eine gewaltige Verbesserung, die damit erzielt wird. Und sollte zufällig jetzt eine Dorf dazukommen, dann können wir zeigen, ist das kein Vorteil. Es gibt also keinen Grund, warum die Natur dieser Mutation eine, die ja dann eine schlechtere Fitness hat, dass die Natur dieser Population voranbringt. Und dieses, was Sie hier sehen, ist damit eine erste Institution, nämlich Besitz. Man beobachtet, ob etwas einem gehört. Ist es auf meinem Territorium, dann gehört es mir. Ich suche nach einem Signal, das mir sagt, das gehört mir. Und die Folge, wenn dieses Signal beobachtet wird, ist, dass man kämpft, dass man es eskalieren lässt. Und für den anderen das Signal auf fremdem Territorium, hier kämpfe ich lieber nicht, denn der andere wird es eskalieren lassen. Und so können wir uns vorstellen, dass rein evolutorisch diese erste Institution seit schon in der Tierwelt sich durchsetzen konnte teilweise. Interessanterweise haben Menschen diese Institution sehr viel später erst für sich entdeckt. So haben wir bei Jägern und Sammlern noch relativ wenig Besitz. Na gut, Handwerkszeugs, die eigene Kleidung, da gab es so ein paar Vorstellungen von Besitz. Aber so richtig groß breitete sich das erst mit der Sesshaftigkeit aus, mit der landwirtschaftlichen Revolution vor 10.000 Jahren im fruchtbaren Halbmond. Erst dann war Territorium auch so etwas wie ein Besitz. Menschen verteidigten das gegenüber anderen. Nun haben wir uns daran gewöhnt, diese landwirtschaftliche Revolution für einen großen technologischen Fortschritt zu halten. Neuere Forschung zeigt jedoch, dass dies gar nicht der Fall war. Es gab große Nachteile durch die landwirtschaftliche Revolution. Hohe Kindersterblichkeit, geringere Lebenserwartung, schlechte Ernährung, riskante Ernährung im Fall von Klimawandel. Viele Gründe, warum die schlecht war. Rückenleiden, weil der menschliche Körper für den Ackerbau gar nicht geschaffen war. Aber einen Vorteil gab es und den sehen Sie hier. Das ist der Vorteil. Diese Fähigkeit, auf Kampfhandlungen zu verzichten, sie zeitlich, sie in der Häufigkeit zu reduzieren. Und so gibt es auch breite experimentelle Evidenz über menschliche Neigungen zu Besitz. Wie diese menschlichen Neigungen sich entwickeln, beispielsweise, dass wir eigene Güter monetär höher bewerten als fremde Güter. Wir geben weniger Geld aus, um ein Gut zu kaufen, aber wir sind bereit, mehr Geld auszugeben, um dasselbe Gut, das uns gehört, gegen Diebstahl zu schützen oder es überhaupt herzugeben als Verkaufspreis. Also hier gibt es eine experimentell aufzufindende Diskrepanz. Interessanterweise finden wir diese nicht bei Nomadenvölkern heutzutage. Und das lässt uns darauf schließen, dass dort diese bourgeoise Strategie noch nicht so verbreitet ist wie bei den sesshaften Völkern. Dies ist eine erste sehr rudimentäre Institution, Besitz. Bis wir dann über Eigentum nachdenken, vergehen in der Evolution nochmal einige tausend Jahre, denn Eigentum ist nochmal um eine ganze Ecke komplizierter
und hat auch noch mal einige überraschende Wendungen für uns. Das lesen Sie bitte alles noch genauer nach in unserem 7. Kapitel zur Institutionenökonomik. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.